Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulich im Garten.de/Blog. Ich will mal so berichten, was ein Hobbygärtner tut, wenn er gerade nichts anderes zu tun hat. Wenn er gerade festgestellt hat, dass die Frau wieder die Kaninchen offen gelassen hat und dass wieder Nachwuchs gibt. Und wenn er sich jetzt irgendwie abreagieren muss, dann muss er ja seine Frust irgendwo loswerden. Und da stehen hier ein paar Pflanzen, mit denen kämpfen wir schon seit bestimmt 3 Wochen. Das ist Romanesco. Den gucken wir uns jetzt mal an. Hinter dieser Gurke stehen nämlich einen ganzen Haufen selbst vorgezogener Romanesco-Pflanzen. Und aus der Ferne sieht das doch alles in Ordnung aus. Wenn man aber mal näher rangeht, dann sieht man, wie zerfleddert die sind. Klar, der erfahrene Hobbygärtner weiß genau, worum es geht. Kohlweißlingsraupen. Ich habe die nicht abgedeckt. Also das sieht schon sehr, sehr traurig aus, weil hier im Gewächshaus ging das irgendwie nicht. Und die erste Generation Kohlweißlinge, die kleinen, haben hier mächtig gewütet. Da sind Pflanzen dabei. Da ist kaum mehr was an Grünzeug in der Mitte, nur noch Kacke. Entschuldigung, Ausscheidungen. Das macht wirklich keinen Spaß. Um den Viechern ein bisschen Herr zu werden, habe ich mir so eine Pinzette gebastelt. Das ist einfach ein Stück Draht, die Enden oben platt gehauen. Da kann man wie eine Zange benutzen, wie eine Pinzette. Und da gehen wir die mal fangen. Und das ist gar nicht so einfach. Die sitzen nämlich alle ganz, oder die allermeisten sitzen ganz in der Mitte drin, wo ich das eben gezeigt habe, dieses Herz, ist total zerfressen. Die sind so weit von schwer zu finden, diese kleine Kohlweißlingsraupen, diese grünen hier. Die sind so weit von schwer zu finden. Ich sammle die ab jeden Tag 50 Stück und es werden immer mehr. Und die sind ja, das sind ja welche dabei, die sind ganz klein, so 3 mm lang. Und dann gibt es welche, die sind groß, so 5 cm lang. Das ist ein nicht enden wollender Kampf. Grauenvoll. Da haben wir zum Beispiel einen. Mal sehen, ob man die da hinten irgendwo erkennen kann. Dafür habe ich mir hier so ein Stück Draht genommen. Da. Jetzt sieht die noch gar nicht mal so schlecht aus hier. Da hinten, wo ich weniger gut dran komme, sehen die noch viel schlechter aus, die Pflanzen. Hier, die ist total zerrupft und die sind nicht zu finden. Also die wenigen, die ich da rausgeholt habe, ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich habe auch noch nie irgendwie hier oben an den Pflanzen einen rumsitzen sehen. Also äußerst selten mal. Da, was da an Hinterlassenschaft drin liegt. Da müssten eine ganze Heerschar sein. Da haben wir zum Beispiel wieder eine. So, sammeln wir mal ein. Da kann man sich Stunden mit befassen, die hier rauszusammeln. Hier, die Pflanze hat zum Beispiel das ganze Innere. Total kaputt. Also das ist nicht schön. Bei den Kohlpflanzen, die früher gepflanzt wurden, da war das nicht so schlimm. Die waren längst weit genug, bis da die Kohlweißlinge kamen. Aber hier, schrecklich. Auf der anderen Seite sieht das noch viel schlimmer aus. Nehmen wir mal die hier. Grauenvoll. Ein bisschen haben sie sich erholt. Ich habe eine ganze Menge abgefangen. Aber da müssen noch, weiß ich, wie viele auf diesen Pflanzen draufhängen. Ein nicht enden wollender Kampf, der nicht zu gewinnen ist. Der nicht zu gewinnen ist. Das Einzige, was vielleicht hätte funktioniert, wenn ich ein Gitter oder ein Netz vor der Gewächshauseingangstür gehabt hätte. Aber so weit von schwer zu finden, diese grünen Dinger. Gut, gebe ich das mal für jetzt dran. Guck mal, wie welchen Erfolg ich gehabt habe. Ich habe noch einen Übeltäter erwischt. Die sind hier nicht aus dem Gewächshaus rauszuhalten. Ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder die Türen zuzuhalten, da wird es hier brüllend heiß drin. Oder aber Viecher zuzulassen. Das ganze Schüsselchen, was ich hier zeige, das war so die Arbeit von 10 Minuten.
Gucken wir mal rein. Da sind sie, alle meine Freunde. Versuchen immer wieder rauszukommen hier. Ein Leibspeise für die Hühner gleich. Gut. 30, 40 Stück. Das mag zwar so aussehen, als hätte ich nichts Besseres zu tun, aber dem ist nicht so. Ich habe schon was Besseres zu tun. Noch viel schlimmer, was mir gerade aufgefallen ist, das sind ja nur die Kleinen. Die ganz Schlimmen, die kommen ja erst noch. Und da habe ich die ersten entdeckt. Das müssten die großen Kohlweißlinge sein. Da war das erste Nest. Man sieht es. Mal sehen, ob man das richtig drauf kriegt hier. Das sind die richtigen Freunde. Wenn die nämlich erstmal loslegen, dann geht's richtig zur Sache. Also ich glaube, Kohlpflanzen so im Sommer, das kann nicht klappen, wenn die nicht mit Netz abgedeckt sind. Ich meine, es sind ja so schon genügend Schädlinge da. Blattläuse. Irgendwelche Käferlarven, die sie in, oder Fliegenlarven, die sie in die Wurzeln bohren. Das ist schon genug da, Schnecken. Aber diese Viecher hier, die können einem echt das Leben total schwer machen. Das macht wirklich keinen Spaß. Gut, also soweit von den Tätigkeiten eines Hobbygärtners, wenn er nichts zu tun hat oder wenn er sich abreagieren muss. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RR Hase. Da gibt es jede Menge über Tierhaltung, Enten, Hühner, Kaninchen, Bienen, großen Selbstversorgergarten und so ein Eierbär, der das alles managen will hier. Gut, bis dann. Tschüss.